Paul Ziemiak, Bundestagsabgeordneter im Märkischen Kreis und derzeitiger Generalsekretär der CDU, stellte sich beim Bürgermeister Hubertus Mühling und damit in der Stadt Balve vor. Es wurde enge Zusammenarbeit vereinbart. Wichtiges Gesprächsthema waren die steigenden Corona-Zahlen. Jetzt Vertreter im Deutschen Bundestag, ich reduziere das mal auf diese Funktion runter, und das ist ja auch der Grund seines Besuchs, Antrittsbesuch heute Morgen, der nach Balve gekommen ist, um sich nochmal vorzustellen. Wie kann jetzt auch eine Zusammenarbeit aussehen? Da geht es darum, dass wir uns in Berlin natürlich dafür einsetzen, dass Kommunen hier im Märkischen Kreis, und heute sprechen wir ganz konkret über Balve, entsprechend unterstützt werden. Also wie sieht die Situation in den Kommunen aus, sei es finanzielle Unterstützung, sei es die Situation der Sportanlagen, sei es Infrastrukturprojekte. Das muss Hand in Hand gehen. Und wir haben vereinbart heute, dass wir einen sehr engen Draht miteinander halten. Und gleichzeitig will ich natürlich als Bundestagsabgeordneter auch für diese Region werben, über den Märkischen Kreis hinaus. Und Balve hat viel zu bieten, nicht nur eine spannende Geschichte, sondern viele verschiedene Veranstaltungen, wenn ich an die Veranstaltung in der Balver Höhle denke. Stichwort Corona, wie wird der Winter, wie gehen wir damit um? Wir sehen ja auch bei uns in Balve, auch im Märkischen Kreis, sind die Inzidenzen ja im Verhältnis zu Bund- und Landesebene noch, sagen wir mal, auch zu hoch, aber noch in einem überschaubaren Rahmen, auch was die Hospitalisierung anbelangt, aber nichtsdestotrotz, die Welle rollt, ich denke, das merken wir alle, und es geht darum, wie wir das eindämmen. Und eine ganz wichtige Erkenntnis ist, und da haben wir gerade uns auch ausgetauscht, es geht gar nicht so sehr unbedingt nur um bundespolitische Regelungen, sondern wir können hier vor Ort erstmal jeder für sich, wenn er mal wieder ein wenig sensibler dafür das Thema wird, Hygiene, Abstand, Maske tragen, erstmal was tun, aber wir werden und müssen auch als Ordnungsbehörde durchaus stärker mal wieder kontrollieren. Wir haben über die Zahlen, die aktuellen Zahlen gesprochen, die uns beiden große Sorgen bereiten, aber wir wissen auch beispielsweise, dass es die Möglichkeit gibt, Veranstaltungen sehr mit einem guten Sicherheitskonzept durchzuführen, aber das muss man dann auch tun. Zum Beispiel diskutieren wir jetzt über 2G+-Tests, in der ich, wenn ich zum Beispiel auch registriere, wer bei dieser Veranstaltung da ist, sie mit einer relativ großen Sicherheit durchführen kann. Das heißt, die Veranstaltungen bleiben dadurch möglich. Also ich erhalte mir Freiheit. Man kann natürlich sagen, das will man alles nicht, aber die Konsequenz, dass man dann keine Veranstaltung mehr machen kann, keine Zusammentreffen, die finde ich viel härter als so ein kontrolliertes Testregime. Wir haben eine Situation, wo ich doch erwarten kann, wenn jemand feiern will, dass er sich an bestimmte Regeln hält und sie einhält und dass es nicht zu viel verlangt. Und wer das nicht will, der soll es eben nicht tun. Da zwingen wir ja auch keinen. Aber es kann nicht sein, dass wir mit Rücksicht auf diese Personengruppen für alle anderen auch die Feiern absagen. Das ist Vorbildcharakter dürfte das heute eröffnete Impfzentrum am Krumpaul haben. Nach den Gesprächen, die ich geführt habe in den letzten Tagen, wird es nicht so ganz einfach sein, die Boosterimpfung nur über die Hausarztpraxen durchzuführen. Das ist das, was mir die Hausärztinnen und Hausärzte sagen. Sie brauchen dafür einen organisatorischen Mantel. Ja. Und dieser organisatorische Mantel, der ist in Balve in sehr kurzer Zeit geschaffen worden, aufbauend auf den Erfahrungen, die man bisher mit dem Impfzentrum gemacht hat, auch mit dem Testzentrum gemacht hat. Und das ist ein ziemlich vorbildlicher Weg. Deswegen glaube ich, dass das Schule machen wird, auch außerhalb von Balve.